So, hallo und willkommen zu diesem, ich wollte schon sagen Mittwochsmeeting, aber heute ist ja Montag, denn am Mittwoch bin ich tatsächlich schon auf dem Weg zur Revolution in Münster. Ganz schöne Reise vor mir, aber es wird sich hoffentlich lohnen. Und jetzt ist es genau Punkt 17 Uhr und ich bin gespannt, ob noch jemand kommt. Ansonsten starte ich und dann könnt ihr wie immer den Replay, also die Aufzeichnung, anschauen. Genau. Habe heute auch keine Fragen im Vorhinein bekommen. Ja, von daher, ach so, das Thema heute, sollte ich vielleicht noch sagen, ist grünes Blattgemüse. Und das ist ein Herzensthema für mich, weil, also erstmal, ich liebe grünes Blattgemüse, ich liebe meine Salate. Also einen Tag ohne Salat und ich spüre richtig, mir fehlt einfach was. Also ich brauche das für mein Wohlbefinden, absolut notwendig. Und genau, deshalb wollte ich halt nochmal drauf eingehen, weil viele sich doch schwer tun damit, genug zu essen, genug grünes Blattgemüse und viele auch einfach nicht so das Verlangen danach haben und es ihnen auch nicht wirklich gut schmeckt, leider. Und das kann man aber ändern und da gibt es ein paar Tricks und die werden wir jetzt besprechen. Genau, ich glaube, dann fange ich auch mal an. Ich muss mal kurz meinen Bildschirm freigeben. Ja. So, ach, ist es immer hier? Jetzt, Thomas. Gut, ich bin hier noch zu sehen oben in der Ecke. Ja, klappt alles. Also, Thema grünes Blattgemüse. Kurz werden wir schauen, warum grünes Blattgemüse tatsächlich ein Superfood ist. Dann werden wir uns die Benefits angucken und dann gebe ich euch noch Tipps mit, wie man mehr grünes Blattgemüse konsumieren kann. Und dann am Schluss noch ein paar Empfehlungen zum grünen Blattgemüse. Also, warum ist grünes Blattgemüse wirklich als Superfood zu betrachten? Das hat mehrere Gründe, vor allem aufgrund der hohen Nährstoffe, des hohen Nährstoffgehalts. Also, Aminosäuren sind im grünen Blattgemüse und es geht jetzt allgemein um grünes Blattgemüse. Es gibt natürlich von Sorte zu Sorte Unterschiede. Grünkohl hat jetzt zum Beispiel andere Nährstoffe wie einen Eisbergsalat. Aber allgemein betrachtet sind diese Nährstoffe eben, die hier aufgezählt sind, sehr reich in grünem Blattgemüse enthalten. Also, wenn ihr genug grünes Blattgemüse, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon grünes Blattgemüse gesagt habe, wenn ihr genug davon esst, habt ihr auf jeden Fall reichlich Aminosäuren zu euch genommen. Und das ist ja immer so das Nummer-1-Thema. Woher kriegst du denn dein Protein? Ja, der Körper baut sich Proteine zusammen aus Aminosäuren, aus essentiellen und nicht essentiellen. Das wisst ihr und das ist auch noch ein anderes Thema. Über Protein werde ich in einem anderen Meeting nochmal ganz ausführlich sprechen. Aber grob gesagt baut der Körper sich eben Proteine zusammen und braucht dazu eben die Aminosäuren als Bausteine, ganz klar. Und die finden sich eben in grünem Blattgemüse. Also, wenn ihr da gut zugreift, habt ihr keinen Proteinmangel zu befürchten. So etwas gibt es sowieso nicht. Gut, dann nächster Nährstoff, Calcium. Und das ist auch so eine veganer Geschichte, weil es heißt ja immer, in der Milch ist Calcium und man braucht es für die starken Knochenwachstum und überhaupt Zähne, Haut, Nägel. Ja, aber da die Milch uns komplett übersäuert, ist das keine Lösung. Tierische Produkte überhaupt übersäuern den Körper. Und was ist, wenn der Körper übersäuert ist? Er braucht, um den sauren pH-Wert wieder auszugleichen, braucht er Calcium, da Calcium den pH-Wert wieder neutralisiert. Das heißt, was passiert, wenn man jetzt auf Calcium setzt aus Milch zum Beispiel? Dann wird dem Knochen, den Zähnen, wird Calcium entzogen, um eben Entschuldigung, den Säuregehalt wieder auszugleichen. Deshalb Calcium aus grünem Blattgemüse kommt mit absolut keinen Nebenwirkungen. Ihr könnt reichlich davon essen und seid super mit Calcium versorgt. Das gleiche gilt für Eisen. Ist ja auch immer so eine Geschichte, wo bekommst du dein Eisen her, wenn du kein Fleisch isst, kein rotes Fleisch, vor allem als Frau, wenn wir unsere Periode haben und doch im Monat viel Blut verlieren oder ja, gewisse Mengen an Blut verlieren und da eben wirklich gucken müssen, dass unser Eisen gedeckt ist, dann die Antwort ja, wieder grünes Blattgemüse. Dann Magnesium, auch super wichtig für Sportler, Muskeln, Muskelfunktion, Krämpfe, wer oft mit Krämpfen zu tun hat in Waden oder überhaupt Magnesium, also mehr Grünzeug essen. Vitamin C, auch super wichtig für Immunsystem, alles Mögliche, ist auch reichlich. Man denkt ja immer nur, Vitamin C ist in Zitrusfrüchten und vor allem auch in Paprika, das stimmt auch, klar, auf jeden Fall, aber das grüne Grünzeug darf man eben da auch nicht vernachlässigen. Dann Folsäure, also B9, ganz wichtig auch
vor allem auch ja, in der Schwangerschaft und Stillzeit. Dann Vitamin K ist auch ganz interessant, ist nämlich notwendig, um Vitamin D überhaupt verwerten, absorbieren zu können. Das heißt, wenn ihr jetzt ausreichend Vitamin D zwar bekommt, immer schön rausgeht, in die Sonne geht, eure Sonnenstunden tankt und dann aber kein Vitamin K habt, dann kann das Vitamin D gar nicht gut verwertet werden. Deshalb immer auch darauf achten, dass wenn ihr auf natürliche Weise euren Vitamin D-Spiegel deckt, dass ihr auch immer gut mit Vitamin K versorgt seid. Und das bekommt ihr eben auch easy hin, wenn ihr genug Grünzeug esst. Dann Omega-3-Fettsäuren, das wissen auch viele nicht, weil es ja um sich um eine Fettsäure handelt und man denkt immer, Fette sind ja vorwiegend in Avocado, in diesen Sachen, wo man halt wirklich sieht, dass die fettig sind, Nüsse, Samen, Oliven und so weiter. Aber in grünem Blattgemüse, auch wenn man es nicht sieht, dass es jetzt ungefähr fettig ist, ungefähr fettig, wenn man nicht sieht, dass es also Fett hat, dann denkt man da nicht dran. Aber es hat tatsächlich Omega-3-Fettsäuren, also auch ganz, ganz wichtig. Nitrate, das sind Salze, die braucht der Körper auch. Und vor allem, wenn wir uns sehr salzarm ernähren, was ja bei uns allen der Fall ist wahrscheinlich. Also ich esse zum Beispiel überhaupt kein, ja, dieses Speisesalz füge ich überhaupt nicht hinzu. Und es ist trotzdem eine gute Sache, wenn man eben natürliche Salze aus dem Grünzeug bekommt. Auch sowas wie Natrium dann. Dann Präbiotika, auch total wichtig. Und zwar dient das Grünzeug als Nahrung für die guten Darmbakterien. Das heißt, wenn ihr genug Grünzeug habt in eurer Ernährung, dann werden die guten, gesunden Darmbakterien immer gut gefüttert und können sich vermehren und unterstützen dadurch eure gesunde Darmflora. Ballaststoff, ein weiterer Punkt, der auch reichlich in Grünzeug enthalten ist, auch wieder wichtig für die gesamte Darmtätigkeit, für die Bakterien, für einfach eine balancierte, ausgeglichene Darmflora. Dann Chlorophyll ist auch natürlich in Grünzeug enthalten und auch sehr wichtig für den Sauerstofftransport und ja, sollte man auch nicht außer Acht lassen. Dann kommen wir zu den Benefits.